So, wieder ein herzliches Willkommen all denen, die uns live zuhören und all denen, die uns später noch zuhören werden. Wir sind heute bei unserem öffentlichen Working Out Loud Zirkel Nummer 8. Und im Zirkelguide für Nummer 8 gibt es heute die Überschrift Werde systematischer. Und es geht um zwei große Themen. Einerseits wieder das Einüben von empathischem Vorgehen und andererseits um eine Systematisierung von eigenen Beiträgen, die man für bestimmte Kontakte vorgesehen hat, also auch Terminisierung von eigenen Aktivitäten. Fangen wir wieder mit einem kurzen Check-in an. John Stepper sagt, wir sollen uns mal kurz fragen, was bisher so das Beste für uns war. Es kann um neue Beziehungen gehen, neue Möglichkeiten, neue Wege, das Ziel zu erreichen. Also bezogen auf unseren Working Out Loud Zirkel, was so das Beste bisher an Erfahrungen war. Simon, was meinst du? Was fällt dir ein? Ja, naja, also für mich das Beste ist eigentlich jetzt dieses Thema, was ich mir da geschnappt habe, dieses LernOS angepackt zu haben und auch wirklich mit Projektwebseite angefangen umgesetzt zu haben, also einfach es zu tun. Auch diese Grundidee, mal so Open Source Gedankengut auf Content und Organisationssysteme, auf Organisationen zu übertragen. Ich habe oft schon darüber gesprochen in Vorträgen, dass an vielen Stellen man da einfach sehr viel lernen kann von der Open Source Szene und die einfach 30 Jahre Erfahrungsvorsprung hat, egal ob man jetzt über Open Innovation, Open Educational Resource oder nachdenkt. Also das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich mich jetzt gerade letzte Woche auch noch angemeldet habe nach unserem Circle zu der Ausbildung zum OER-Fachexperten, weil ja auch im Mukaton sehr viel oder sehr oft dieses Wort Open Content im Corporate Learning schon aufgetaucht ist. Und das auch so ein dieser OER-Fachexperte so ein Blended Learning-Szenario ist, wo man mit einer Prüfung abschließt, um dann OER-Fachexperte zu werden. Und dafür muss man tatsächlich auch so ein Projekt nachweisen, was man gemacht hat, und da wird genau dieses LernOS-Handbuch zu schreiben und unter Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen und eben mit Working Out Loud begleitet, mit verschiedenen Leuten in Feedbackrunden gedreht zu haben, wird da mein Projekt sein. Also das ist so für mich eigentlich das Beste, dass mal viele Gedanken, die so rumgegeistert sind, einfach mal systematisiert und mit einer klaren Zielgruppe und einer klaren Kontaktliste auch, die mir da Feedback gibt, einfach anzupacken. Antje, wie sieht es bei dir aus? Also das Beste sind natürlich die persönlichen Kontakte, die ich zu euch aufbauen konnte. Und vor allen Dingen, ich habe heute meinen ersten Blogartikel gepostet. Also noch nicht Wow. ganz. Also es muss noch auf Facebook. Also das eigentlich, das wollte ich jetzt final noch machen. Aber immerhin, und das ist natürlich letztlich ein entscheidendes Ergebnis dieses Working Out Loud Kurses, weil ich ja nicht nur Twitter verständ also mitgekriegt habe, dass ich nicht nur Twitter lernen muss, sondern weitaus mehr mich sichtbar wirklich zu zeigen. Und Winfried hat mich dann ja auch nochmal ganz explizit ermutigt, unterstützt. Und ja, und wenn ich das dann irgendwann auch noch auf Facebook gepostet kriege, bin ich dann ganz glücklich. Also, alles gut. Ja, Harald, gibt es bei dir auch eine wesentliche Erkenntnis so im Sinne von, was besonders gut war, seit unser Zirkel läuft? Ja, ich fand es ja erstmal ein sehr, sehr spannendes Experiment, ob sowas nicht einfach total in die Hose geht und ob das nicht nach dem zweiten Circle jeder sagt, nee, also das ist mir jetzt zu blöd oder zu öffentlich oder sowas. Dass wir jetzt im achten Circle sind und dass eigentlich alle dabei sind und sagen, nee, cooles Format, jetzt nicht in Form von wir machen es jetzt immer so, sondern ich habe was davon, es bringt was. Ich kriege auch von echt einigen Leuten quasi über nicht sichtbare Kanäle persönliches Feedback dazu, finde ich total stark. Also es macht einen Unterschied. Dieses Experiment der Entmystifizierung von so einem Circle scheint zumindest im kleinen Kreis also wirklich sinnvoll zu sein. Also das freut mich ja ganz besonders an der Stelle. Persönlich jetzt, was mein Ziel angeht, ist natürlich jetzt dieses Reframing. Konzentriere dich nicht nur jetzt auf die Führungskräfte, die ich ja ursprünglich und nach wie vor natürlich bewegen möchte,
sondern schau mal, wer so über Kante quasi da auch großen Einfluss auf die hat. Also auf die Idee im ersten Moment wäre ich wahrscheinlich selber nicht gekommen. Also von daher ist es genau diese kollaborative Lösung, die mir da aus dem Working Out Loud Umfeld ja, rausgekommen ist. Also von daher, für mich ist es sowohl für mein Ziel erfolgreich schon, als auch was jetzt diesen Versuch hier angeht, das Ganze mal live und auf Video zu machen. Ja, wir sind nicht alle heute dabei. Der Winfried Felser hat gesagt, er kann heute nicht, weil er noch unterwegs ist. Insofern sind wir heute ja nur wir vier hier wieder beieinander. Aber er hat sich sogar vorbereitet auf Montag. Wir haben gestern Abend noch miteinander gesprochen und sowas, und da hat er gleich noch gefragt, und ob er auch alles hat. Also an der Stelle, er ist gerade auf einer Konferenz, die natürlich jetzt zeitlich nicht zu verschieben ist, ja. Und hat einfach das die 2 Tage durcheinander gebracht, weil wir ja bis jetzt immer montags waren und jetzt gerade zum zweiten Mal dienstags unterwegs sind. Also von seiner Seite auch die Entschuldigung, dass er nicht da sein kann, aber es ging einfach schlichtweg nicht an dem Dienstag. Aber er hat seine Hausaufgaben gemacht. Oh, alle Achtung. Ja, sehr schön. Ja, für mich war es auch ja ein bisschen überraschend. Ja, ich war am Anfang sehr skeptisch mit diesem Working Out Loud Circle. Als ich so die ersten Anleitungen gelesen habe von John Stepper. Und muss sagen, bei mir hat sich was bewegt, und das finde ich eigentlich das Faszinierende. Ich bin eigentlich, glaube ich, jemand, der schon sehr viel in sozialen Netzen sich bewegt, und John Stepper macht mir hier klar, du kannst noch viel intensiver Kontakte pflegen. Also so im Sinne von nicht bloß ganz kurze Tweets weitergeben, sondern persönliche Kommentare noch ein bisschen ausführlicher machen. Ob ich das immer durchhalte, weiß ich nicht. Ist ja auch immer eine Zeitfrage. Es geht nicht darum, irgendeinen Kommentar zu machen, sondern es geht darum, sich auf die Person einzustellen, auf denjenigen, dem man da was schreibt. Und das braucht halt immer ein bisschen mehr Zeit, und nicht immer hat man die. Aber für mich die Anregung, ich werde da demnächst wirklich mehr tun. Insofern bin ich überrascht, dass das jetzt diese Wirkung auf mich hat, aber es freut mich. Ja, wir haben jetzt die nächste Übung zu machen. Da geht es um eine Beitragscheckliste. Und hier gibt John Stepper eine ausführliche Anleitung. Er sagt, es gibt so 10 Arten von Beiträgen, und wir sollen unsere Beiträge nach diesen 10 mal so in Erinnerung rufen. Und ich lese jetzt die Kategorien einfach mal in der Überschrift vor, und vielleicht kannst du dann ein bisschen dazu was sagen. Also er sagt zunächst mal, es gibt so eine Beitragsart, biete Anerkennung oder Aufmerksamkeit an. Und die zweite Beitragsart wäre, zeige Wertschätzung. Die dritte Beitragsart, teile interessante oder nützliche Ressourcen. Die vierte, stelle eine Frage. Die fünfte, beantworte eine Frage. Die sechste, stelle Menschen einander vor. Die siebente, biete Feedback an. Und die achte, teile deine Arbeit noch während des Stadiums in Arbeit. Und die 9. Kategorie, teile deine Erfahrungen, reflektiere über deine Arbeit. Und die 10. heißt, biete originäre Ideen an. So, und wir sollen jetzt für jede dieser Kategorien einen spezifischen Beitrag auflisten, der mit unserem Ziel zu tun hat, den wir geschrieben haben oder uns vornehmen. Und während wir jetzt ein bisschen arbeiten, kannst du, Harald, vielleicht wieder ein bisschen Erläuterung zu den Kategorien geben? Kann ich gerne machen. Also diejenigen, die von Anfang an jetzt den Podcast mitgehört haben oder die Videos angeschaut haben, erinnern sich vielleicht, in der, ich glaube, 2. Session hatte ich mal einen Link geteilt, auch zum Thema Feedback geben, dass es da unterschiedliche Intensitätsstufen gibt, also wie man Feedback geben kann. Angefangen von quasi ganz niederschwellig erstmal, ich klicke einen Like. Wenn die erste Aufgabe, die er schreibt, biete Anerkennung und aufmerksam. Ich glaube, das Niederschwelligste, was man im Social Web oder im Internet machen kann, ist, dass man in irgendeiner Form eine Rückmeldung geben kann, zu sagen, danke oder gefällt mir oder stimme ich zu. Und dafür gibt es einfach im Internet die Möglichkeit, etwas zu liken. Die zweite Möglichkeit ist natürlich,
eine etwas stärkere, zu sagen, okay, ich stimme dir da komplett zu und würde das eigentlich auch so formulieren. Das wäre im Internet, ich sage euch jetzt gerade so ein bisschen auch die technischen Möglichkeiten im Endeffekt, wäre etwas zu retweeten in Twitter, zu reposten in Facebook oder sowas. Das heißt, die Meinung oder die Aussage von jemandem anderen, jetzt, ich würde es nicht sagen, sich zu eigen machen, aber sie zu verstärken, indem man sie quasi selber wiederholt. Das ist, glaube ich, auch eine Art von, also in meinen Augen, eine Wertschätzung für denjenigen, der etwas getan hat, dass ich etwas quasi fast unverändert einfach nur nochmal mit meinem Netzwerk teile und zugänglich mache. In weiteren Stufe könnte ich das Ganze natürlich noch anreichern, indem ich meine eigenen Kommentare, meine eigenen Gedanken dazu mache. Das war ja in einem der hinteren Punkte in der Zehnerliste auch mit drin, dass man quasi eine Expertise auch noch mit anbietet. Der Punkt mit Teile Ressourcen war der dritte Punkt. Also da geht es jetzt wirklich schon um wertvollere Beiträge, die einem vielleicht selber geholfen haben. Und ich habe auch in dem Erleben in den letzten Monaten, Jahren ganz oft dann die Frage gekriegt in Working Out Loud Circles, ja, wie finde ich denn raus, was ist überhaupt wertvoll oder was? Ich weiß doch nicht, ob es für den anderen wertvoll ist. Darum geht es in der Form nicht direkt, sondern ich habe dann den Rat immer gegeben oder ich mache das selber in der Form, dass ich einfach, was ist denn für mich wertvoll? Und wenn es für mich wertvoll ist, dann biete ich es entweder generell mal an. Das wäre jetzt, ich teile das einfach mit meinem Netzwerk. Oder wenn ich es jetzt in Working Out Loud ganz spezifisch mit einer Person mache, dann bilde ich mir ja zu der Person schon ein, oder mache ich mir zu der Person schon ein Bild und sollte dann, je länger ich der Person folge und das lese, was die Person dann schreibt oder macht, sollte ich eigentlich schon ein ganz gutes Bild haben, was könnte denn für diese Person wirklich auch interessant sein. Also ein Beispiel, wenn sich jemand wie der Simon jetzt für das Thema Learning OS interessiert, dass er dann entsprechend vielleicht zum Thema Lernen, zum Thema Betriebssysteme, vielleicht irgendein Fachartikel, vielleicht irgendeine Veröffentlichung oder auch eine Person, was ja weiter hinten dann auch nochmal kommt, die vielleicht zum ähnlichen Thema unterwegs ist, dass die dann entsprechend die zu vernetzen. Des Weiteren, wie kann ich noch näher kommen der Person, es geht ja da auch um eine gewisse Nähe, die man da aufbaut, ist, dass man einfach nicht nur sagt, ja, finde ich toll, sondern um eine intelligente Frage zu stellen für jemanden, also nachzufragen, was meinst du speziell damit oder wie würde das im Zusammenhang mit dem und dem passieren oder wie kann ich das mit einer anderen Erkenntnis, die ich vielleicht vorher schon hatte, in Einklang bringen. Also eine Frage, die wirklich nicht nur eine Arbeit für den anderen bedeutet, sie zu beantworten, oder noch schlimmer, sowieso im Text schon erklärt ist und ich frage einfach nur damit, was gefragt ist, sondern wirklich eine wertvolle Frage, die den anderen vielleicht auch weiterbringt. Also das ist, manchmal ist genau solche Fragen zu stellen schon ein gewisser Aufwand, aber dieser Aufwand bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass es eine Wertschätzung dem anderen gegenüber ist. Ich habe mir deinen Text wirklich durchgelesen, ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich möchte mit meiner Frage vielleicht auch sichtbar dir als demjenigen, der mich interessiert, aber auch vielleicht denen, die zuschauen, mitlesen, einen Mehrwert bieten. Die Fragen dann zu beantworten, es ergibt sich von selber. Ich würde an manchen Stellen, vielleicht fällt es Leuten einfacher, Fragen zu beantworten, damit erstmal anzufangen, um zu sehen, wo fällt es mir denn leicht, Antworten zu geben und was ist eine Antwort, die mir selber viel Aufwand bedeutet, sie zu geben. Also da kann man, glaube ich, sehr viel experimentieren. Da ist jeder vielleicht ein bisschen anders. Der eine ist vielleicht eher der Typ, der viele Fragen hat. Der andere hat vielleicht eher Antworten. Das jeweils andere kann man ja dann damit nochmal professionalisieren. Die Menschen vorstellen, glaube ich, war da noch ein Punkt. Das ist das, was ich vorher noch angemerkt habe. Wenn ich Leute in Verbindung bringe, wenn ich Leute vernetze, dann gibt es da auch so die Frage, wie mache ich denn das? Schmeiße ich jemanden einfach einen Namen rüber? Ihr solltet euch kennenlernen. Und macht damit schon eine sehr sichtbare Art und Weise der Verbindung auf, wo man schon fast aus Höflichkeit gar nicht mehr rauskommt. Oder mache ich das Ganze dann nochmal ein bisschen diskreter, aber da haben wir nachher, glaube ich, nochmal einen Punkt dazu, wo wir das genauer anschauen können. Mhm. Wer schon mal nach Feedback gefragt worden ist, ich habe jetzt eine neue Webseite, kannst du die mal anschauen und mir Feedback geben? Diese Frage lässt sich in 5 Sekunden formulieren. Die Antwort darauf dauert, wenn die Webseite ein bisschen größer ist und jemand so ein bisschen Expertise hat oder sowas, die kann schon mal 2-3 Stunden dauern. Weil das heißt, ich muss mir die Webseite anschauen,
anschauen, ich muss mir ich muss mich durchklicken, ich muss dann mir überlegen, welche Art Feedback möchte der denn haben. Ist es jetzt Design, ist es Inhalt, ist es Struktur, ist es Persönlichkeit? Also da gibt es ja so viele Arten, Feedback zu geben. Ich glaube, oder in meinen Augen ist diese Übung, Feedback zu geben, eine sehr gute Möglichkeit, selber mal reinzuschmecken, welches Feedback wäre denn jetzt wertvoll für den anderen und in welcher Form kann ich die geben, dass die wirklich Mehrwert bringt, Schrägstrich, wie viel Aufwand bedeutet es für mich, wenn ich dann später mal andere nach Feedback frage. Also indem ich zum Beispiel nicht sage, hey, sag mir mal, wie gefällt dir meine Seite, sondern ich habe da noch eine Frage, ich bin mit dem Layout noch nicht ganz sicher oder du hast doch ganz viel Expertise bei, ich sage jetzt mal, bei Design, kannst du mir zu den Farben eine Rückmeldung geben? Dann ist es nämlich gleichzeitig auf deiner Seite eine Frage, ja, es ist eine Frage, die ist spezifisch und diese Frage gibt dem anderen gleich die Wertschätzung zu sagen, hey, du bist nicht irgendjemand, der sich halt irgendwie mit Webseiten irgendwas macht, sondern ich kenne deine Spezialität in der und der Form. Ich habe mich also auch für dich schon interessiert und du wärst genau der, von dem ich mir ein Feedback zu diesem Thema wünschen würde. Mhm. Ja, das letzte waren dann, glaube ich, noch die Ideen. Das ist so ein bisschen für mich auch schwierig, weil ich sprudel natürlich ganz gerne vor Ideen. Es gibt andere Leute, die sagen, mir fällt nie was ein. Aber es sind manchmal so ganz kleine Inspirationen, wenn man vielleicht so ein bisschen kleiner anfängt, dass man jemandem sagt, du schau mal, ich habe das da oder da so mal gesehen, hast du das schon mal probiert? Also so eher als Frage eine Idee anbieten, nicht mach doch mal das. Also da kommt es, glaube ich, auch sehr stark aufs Wie an, wie man so eine Idee, eine Innovation, eine Inspiration dem anderen rübergeben kann. Also ich hoffe, ich habe jetzt alle so halbwegs durch. Ihr seid fertig. Mhm. Ja. Also ich bin deswegen beim letzten Satz ein bisschen vorsichtig gewesen, weil der Simon Sinek hat nämlich so ein schönes Video gerade wieder gepostet, was mir auch sehr stark zu denken gegeben hat, was natürlich jetzt für ein Videoformat, wo wir reden sollen, schlecht passt, aber insgesamt für die Art, wie wir kommunizieren. Und da hat er uns quasi eingeladen zu sagen, speak last or be last to speak. Also wirklich, wenn eine Diskussion oder irgendeine Auseinandersetzung positiv oder irgendwas im Workshop ist, dass man wirklich mal alle erstmal reden lässt und auch wirklich nachfragt, um zu verstehen, woher kommt denn diese Einstellung, dieser Mindset, woher kommt denn dessen Idee und dann erst, wenn das alles durch ist im Endeffekt, dann die eigene vielleicht nochmal anzubieten. Das finde ich eine unglaublich schön und prägnant formuliertes Video von ihm und das passt natürlich so ein bisschen, also für mich, der sehr viel Aktion und sehr viel von sich raus geht, ist mir das ein sehr wichtiger Beitrag, auch mal wirklich das Zuhören mehr zu üben. Also von wegen Ideen, wir kommen immer ganz schnell mit Ideen und Lösungen, vor allen Dingen Männer, glaube ich. Dass man da auch mal das, vielleicht das Umgekehrte mal übt, das aktive, ehrliche Zuhören. Da bieten sich die sozialen Medien ja eigentlich an, wenn man Kontakte aufbaut, dass man zunächst mal guckt, was schreiben die denn so und worum geht's? Einen Beitrag da reinbringt. Ich glaube, zum Kontaktaufnehmen ist es eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass ich mich erstmal mit dem anderen beschäftige. Das sagt ja eigentlich er auch immer, indem er sagt, Empathie ausbilden heißt ja, sich mit dem anderen zu beschäftigen. Ne? Ja, das sagt sich immer ganz leicht, aber wenn wir mal ganz ehrlich zueinander sind, also sich mit jemandem wirklich mal so auseinanderzusetzen, dass du den Menschen nur über Social Media kennenlernst, das ist eine richtige Arbeit, das ist Recherchearbeit. Das dauert auch eine Zeit lang und macht total Freude natürlich, aber das ist eine Investition. Es ist viel einfacher, mal eine Frage irgendwo hinzuposten. Mhm. Also ich habe immer so den Eindruck, ja, man kann sich vornehmen, andere über soziale Medien so, ich sag mal, investigativ zu erkunden und rauszukriegen. Ich habe aber den Eindruck, eigentlich läuft es doch viel automatischer anders. Also indem man einfach mal irgendwo mitliest, lernt man andere doch schon kennen. Dann gibt man einen eigenen Beitrag dazu. Das ist so wie so ein Gespräch zwischen Menschen. Auf einer Party ist es ja auch so, dass man nicht so
auf Einzelne zugeht, sondern man geht erstmal in eine Gruppe, in der man meint, okay, die sind doch ganz sympathisch, hier kannst du vielleicht irgendwie mitreden und dann lässt man sich mal überraschen, was sich daraus ergibt und gibt damit eigene Beiträge rein. Also ich glaube, dieses nicht immer ganz zielgerichtet Vorgehen, das sollte man ja nicht so außer Acht lassen. Ich glaube, das ist die menschlichere Variante und daraus ergeben sich dann viel mehr Dinge, als wenn man immer nur ganz gezielt hinter einer Person her ist. Das ist so ein bisschen das, was mich an Working Out Loud auch naja, immer wieder mal, was mir so aufstößt. Ne? Aber das sehe ich als einen der. Oh, jetzt weg. Jetzt hören wir dich leider nicht, Harald. Du bist in irgendeinem Funkloch. Vielleicht ein Satz dazu noch. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das viel mit sozialen Medien zu tun hat. Also in jeder Besprechung hat man auch Leute, wo du mal das Gefühl hast, der eine, der will irgendwie die ganze Zeit nur senden und überhaupt nicht zuhören. Und andere, die genau das praktizieren, erstmal von allen so die Meinung zu hören und ein bisschen nachzubohren. Also ich glaube, das hat mehr mit dem einzelnen Menschen als mit dem Medium dann zu tun. Ja, ich glaube sowieso, wir sollten den Unterschied gar nicht so machen. Das ist immer Kommunikation unter Menschen und Medien nicht anders sein, als sie in der Realität ist. Ne? Genau, ja. Obwohl ich sehe es schon ein bisschen anders. Also ich bin sicherlich im normalen privaten Kontext, wenn ich mündlich kommunizieren kann, wesentlich aufgeweckter als im Netz. Also das hat bei mir, ich merke schon einen Unterschied. Ja, aber die Frage ist, ob das eher daran liegt, weil es neu ist und ungewohnter ist oder ob das generell was ist, was das Medium dauerhaft hat. Ne? Also ich meine, es ist offen, es ist öffentlich, das ist natürlich anders als ein Vier-Augen-Gespräch. Und ich denke mal, es ist ja auch anders, ob man jetzt so, wie Karl-Heinz sagt, in einer Party mit fünf Leuten zusammensteht oder irgendwo auf der Bühne steht zum Beispiel. Mhm. Netz ist halt eher die Bühne, die offene Bühne, die viele sehen, die durchsuchbar ist und noch dazu neu ist. Und ich glaube, wenn man da jetzt mal noch 5 bis 10 Jahre in die Zukunft guckt, ist wahrscheinlich der Unterschied, wie verhalte ich mich auf einer Twitter-Bühne, gar nicht so groß unterschiedlich, wie verhalte ich mich, wenn ich vor 500 Leuten stehe. Aber ich finde, sorry. Nee, mach du. Ich finde, dass das Privat, also mir persönlich ist manchmal so das Private, Persönliche, das ist mir sehr heilig. Und ich merke zum Beispiel, es ist jetzt so mein persönliches Ding, wenn ich so Geburtstagswünsche poste ich nie. Wenn, dann schreibe ich die persönlich in die, also an persönlichen Messenger oder sowas. Aber ich kann das sowieso nicht leiden, wenn man jetzt immer dran erinnert wird, weil das irgendwie so den Wert verloren hat. Also es gibt so ganz viele Leute, die habe ich im Kopf, die habe ich noch nicht mal im Kalender und die, das ist dann mir auch ein Bedürfnis, denen zu gratulieren. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, also das ist aber jetzt so, das habe ich schon immer gehabt, das fand ich schon immer doof, wenn mich jemand erinnert hat, derjenige hat Geburtstag, habe ich gesagt, okay, dann rufe ich am nächsten Tag an. Ja, also das, wenn so von LinkedIn der Standardtext kommt, dann weiß ich schon, dass das nur 3 Sekunden gedauert hat. Ne? Ja, ja, eben, das ist mir dann, das finde ich jetzt persönlich keine Wertschätzung. Irgendwie. Ja, ist so, ja. Ja gut, ich habe ja da versucht, diese letzte Woche da mal einen kleinen Dreh reinzubringen, die üblichen Facebook-Geburtstagswünsche. Ja. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das irgendwie so, also ich hoffe, ich habe da niemanden irgendwo reingedrängt, aber ich hatte das Gefühl, das ist ganz gut angekommen bei Winfried. Er hat Geburtstag gehabt, 50. Und ich habe die Leute doch einfach eingeladen, mal statt einfach nur Happy Birthday Facebook oder sowas, habe ich natürlich als erstes auch selber gemacht, ihm einfach eine Recommendations auf LinkedIn zu schreiben. Und habe gesagt, das wäre doch mal vielleicht eine schöne Wertschätzungsdusche, die auch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit hat, einfach ihm mal zu sagen, wofür wir ihn eigentlich schätzen. Und das konnte ich natürlich jetzt nicht vorausahnen, dass da wirklich gleich ganz viele auch mitmachen. Und das ist also, ich glaube, es gibt da schon Abstufungen zwischen dem, was man in Social Media oder natürlich in der physikalischen Welt auch machen kann. Ich würde das auch jetzt unterscheiden, ob sich jemand die Mühe macht oder und jemandem ein nettes Geschenk schickt. An dieser Stelle herzliches Dankeschön an dir. Ich muss das noch anders formulieren. Ich habe mich total gefreut darüber. Ja, vor allem, das ist so cool. Ja, das ist so cool. Ist super. Hast du überhaupt sofort mitgekriegt? Ja, ich habe es schnell natürlich. Ich fand es so genial. Ich habe es meiner Frau gezeigt. Sie hat sich angeschaut, hat es hinten gelesen und hat gesagt, ja, super. Und ich sage, nee, du musst das aufmachen. Dann müssen wir das jetzt auflösen. Das kennt natürlich jetzt keiner. Das war ein Buch mit einem ganz furchtbaren, total komplizierter Titel, gell?
eben, was weiß ich was, ins Innenleben eindringende, irgendwie sowas, klingt so total philosophisch, und dann ist dieses Buch eigentlich ein Notizbuch. Aber genau, Blick ins eigene Psychogramm so ungefähr. Genau, ja, aber gebunden wie ein Buch. Und ich habe das gesehen, habe gesagt, ja, das ist. Nee, man muss ja mal anschriftlich was machen, ja. Nein, also habe mich total gefreut natürlich. Also damit hast du natürlich genau das gemacht, was halt John Stepper natürlich auch irgendwo da vorschlägt und wirkt natürlich auch. Also ich glaube, das Gegenseitige, das Erleben, was macht denn so eine andere Ansprache, was macht es mit einem? Karl-Heinz, du hast das letzte Mal ja auch gesagt, wenn man es dann selber erlebt, plötzlich merkt man, das ist jetzt nicht nur einfach 3 Klicks oder sowas, sondern da muss man schon irgendwie was tun, damit es wirklich wirkt und damit es ehrlich ist. Ja, genau. Also ich bin aber fasziniert, Harald, von deinen Ideen. Also Wertschätzungsdusche mit ganz vielen Recommendations finde ich eine super. Wahnsinnig gute Idee. Lasst uns aber jetzt langsam zur nächsten Übung kommen. Wir haben jetzt als dritte Übung von ihm aufgetragen bekommen, von ad hoc zu systematisch. So hat er sie überschrieben. Und er schlägt vor, dass wir unsere Beziehungsliste dahin überprüfen, dass wir schauen, mit wem wir in welcher Weise wann kommunizieren wollen. Also er schlägt vor, das entweder in der Liste zu machen. Er selber hat sich Karten daraus gemacht und nimmt jede Karte für jede Person einzeln in die Hand, um sich darauf zu notieren, was er wann beitragen will. Also er macht es sehr systematisch und sagt, wenn ich diese Karte in der Hand habe, dann ist das eine ganz andere Beschäftigung mit der Person, als wenn ich bloß eine Zeile in der Liste lese. Harald, vielleicht kannst du das noch ein bisschen erklären, ausweiten, was er dazu meint. Ja, also wer sich mit Working Out Loud ein bisschen beschäftigt, wird an Listen nicht vorbeikommen. Wir haben Beziehungslisten, wir haben Listen, was die Intensität der Beziehung angeht, wir haben Listen, wo wir die Leute finden, also in welchen sozialen Medien oder in welchen Blogs oder auch physische Plätze. An der Stelle geht es jetzt wirklich darum, sage ich jetzt mal, eine Art Kommunikationsplan fast aufzustellen. Ich bin auch ein kritischer Mensch und gebe das ganz offen zu. Ich bin nicht so der ganz große Freund von einer geplanten Kommunikation, wenn es um menschliche Kontakte geht. Aber es macht sicher Sinn, je nachdem, wie man so kommuniziert, sich da mal Gedanken drüber zu machen und vielleicht auch wirklich das mal hinzuschreiben. Was habe ich denn alles schon gemacht mit der Person? Wie bin ich denn schon mit ihm in Kontakt getreten? Wann wären denn und wo und wie gute Zeitpunkte, um da wirklich einen Unterschied auch zu machen? Also ad hoc ist ja immer so ein bisschen, ja, passt gerade, es wäre Zufall entstanden. Ich glaube, worum es ihm darin geht, ist wirklich das Ganze bewusster zu machen. Also da würde ich dann sofort wieder mitgehen, auch wenn ich nicht der große Freund von langen Planungen bin, aber ein Bewusstsein zu haben, der Mensch ist mir jetzt wichtig. Und ich sage jetzt mal, im einfachsten Fall ist, dass man sich vielleicht Jahrestage auch anschaut oder ist derjenige auf irgendwelchen Konferenzen, damit ich wirklich auch rechtzeitig dann mir einen Marker setze und sage oder einen Termin reinsetze, dass ich dann auch vielleicht vorher schon in der Vorbereitungszeit mal in Kontakt trete oder dann eben während oder nachdem so ein Event stattgefunden hat, wirklich interessiert oder Interesse zeige. Dazu bedarf es auch einer gewissen Recherche, glaube ich. Aber also Bewusstsein über die Art der Kommunikation, eine gewisse Planung, wann macht es wirklich Sinn, wann ist vielleicht auch eine Zeit, wo ich die andere Person überfordere. Also wenn jemand gerade von allen anderen überschüttet wird mit Fragen, vielleicht ist es gar nicht so die beste Zeit, da auch noch einen drauf zu nehmen. Also es beruhigt mich, wenn du sagst, bist du noch da? Ja. Ich bin noch da, ja. Ja. Es beruhigt mich, wenn du sagst, dass du auch so ein bisschen Bauchschmerzen hast bei so geplanter menschlicher Kommunikation. Das ist auch so mein Bauchgefühl, dass ich immer denke, hey, wenn alles durchgeplant ist, dann hat nur der es immer in der Hand, der diesen Plan gemacht hat. Und ich glaube, das ist unnatürlich. Ich habe so immer den Eindruck, dieses sich überraschen lassen, was der andere denn macht, was der andere will, wie der antwortet, in welche Richtung der einleitet. Das scheint mir ganz wesentlich zu sein. Und diese Offenheit hat man nicht so sehr, wenn man ganz streng immer seinem Plan hinterherläuft.
Das ist also das. Vielleicht müssten wir mit John da nochmal auch in den Austausch gehen, weil also ich könnte mir auch vorstellen, man muss immer anschauen, von welcher Perspektive starten wir. Mhm. Also wenn jetzt ein Harald Schirmer sich vornimmt, jetzt mit dem Winfried Felser in 2 Wochen zu kommunizieren, dann haben wir dazwischen schon ungefähr 500 Mal kommuniziert. Mhm. Wenn jemand, der noch nicht in Social Media ist, wenn jemand noch nicht weiß, wie Twitter funktioniert, wenn jemand noch Berührungsängste mit YouTube hat, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, einen Plan zu machen, wo man sagt, also bis nächsten Monat möchte ich mit der und der Person auf jeden Fall mal im Gespräch gewesen sein. Mhm. Oder der macht jetzt das und das. Um diesen Termin herum wäre es ganz gut, wenn ich mal das oder das mache. Also wenn wir einfach mal von jemandem ausgeht, der nicht auf dem Intensitätslevel, was Social-Media-Nutzung angeht, was wir jetzt hier in dem Circle ja schon haben, ausgeht, sondern wirklich von jemand, der da anfängt, dann ist das mit Sicherheit eine, so wie John Stepper und auch Dale Carnegie, auf dem das Ganze basiert, eine eher niederschwelligere Art und Weise ist, zu sagen, ich schreibe mir etwas in einen Kalender, da möchte ich das tun und dann kommt der Kalender hoch und dann habe ich auch eine gewisse Dringlichkeit, das dann auch wirklich zu tun. Mhm. Ja, wenn ich jeden Tag auf Facebook bin oder sowas, dann macht es wahrscheinlich nicht so den ganzen Sinn. Aus der Perspektive betrachtet jetzt. Simon, du hattest, Entschuldigung. Ja, bei Plan denkt man halt sofort immer an so einen Projektplan oder so einen Redaktionsplan, wo dann drin steht, um 9.05 Uhr poste ich Wertschätzung für Mensch XY. Ich finde eigentlich das Wort systematisch fast besser als planvoll. Also ich finde, es geht mehr darum, dass man sich halt regelmäßig mal hinterfragt und sagt, wo habe ich denn jetzt vielleicht Videos, Folien, Ideen, Notizen in mein Notizbuch geschrieben oder auf meinem Rechner abgelegt, die eigentlich irgendwo offen draußen mit freier Lizenz im Netz sein sollten. Und dann halt zu sagen, okay, die stelle ich dann auch dahin. Ne? Also dass man so die eigenen Praktiken auch immer wieder hinterfragt und sich dafür vielleicht auch Zeiten einplant, als dass man jetzt dann zu so einer roboterhaften Kommunikationsschema übergeht, ne? Wo jemand dann vielleicht auch merkt, so jeden Mittwoch um 9.30 Uhr kriege ich irgendwie Lob von dem und muss sich dann vielleicht sogar irgendwann mal fragt, ist das ein Chatbot oder ist das tatsächlich echt? Also da bin ich auch kein Fan davon. Ja, das wollte ich gerade auch sagen, dass da läuft man natürlich dann schnell Gefahr, dass man sich irgendein Tool holt, das dann zu diesen Zeiten einfach irgendwelche Posts absetzt, generische. Und das ist, glaube ich, dann das Gegenteil von dem, was gemeint ist. Genau. Das geht ja auch. Also ich kann ja meine ganze Kommunikation auf Twitter, Facebook komplett durchplanen, am ersten Tag des Monats quasi einstellen. Und irgendeine Maschine macht dann genau das. Also da werden automatisch Geburtstagsgrüße geschickt. Da werden Standardtexte für Jubiläen gemacht, da wird ja, wenn jemand irgendwas postet, sofort irgendwie eine Reply gemacht. Danke, toll gemacht. Also das ist ja sicher nicht damit gemeint, dass ich jetzt so Automatismen einführe, die, ich sage jetzt mal, Interesse bekunden sollen, das aber überhaupt gar nicht da ist, sondern einfach nur ein Algorithmus, der für mich die Arbeit macht. Naja, ich glaube in der Liste, die Karl-Heinz vorhin vorgelesen hat, mit diesen 10 Beitragsarten, ich bin hier für mich mal durchgegangen. Da gibt es mindestens eine Kategorie, wo ich das so tue, und zwar ist das die Kategorie 3, teile interessante oder nützliche Ressourcen. Ne, und ich habe halt für mich so die Zeiten einfach getimeboxt, wo ich auf Twitter mal lese oder wo ich mir auch Slots reserviert habe, um dann mal längere Blogartikel oder Beiträge zu lesen. Und wenn da dann was Spannendes dabei ist und ich würde das zum Beispiel sofort teilen, würde es dazu führen, dass die Leute, die mir folgen, halt dann au blog vielleicht 10, 20 Links bekommen und sich denken, Mensch, jetzt flutet der mir meine ganze Timeline. Ne, und das mache ich dann schon so, dass ich das über einen Dienst wie Buffer verwende ich jetzt zum Beispiel, dann einfach teile aus der Feedly-App, wo ich dann meine Blogs lese und Buffer die aber halt dann automatisiert einen pro Tag oder 2 pro Tag ausspielt und nicht alle an einem Stück. Aber also Simon, da machst du ja eine Breitenkommunikation und nicht eine, ich möchte jetzt mit dem Thomas Mayer am 15. irgendwie mal in Kontakt treten und der Person näher kommen. Sondern das ist ja ein Sharing im Allgemeinen. Deswegen sage ich ja auch, von den 10 Kategorien, ne, sowas wie biete Anerkennung oder Aufmerksamkeit oder zeige Wertschätzung oder beantworte eine Frage, das sind sicher welche, die man in dem Moment tun muss, wo eben eine Frage halt gestellt wird. Aber gerade dieses Teile interessante oder nützliche Ressourcen, glaube ich, ist was,
wo so eine Automatisierung oder eine automatisierte Verteilung über die Zeit sinnvoll sein kann. Aber bei den anderen 9 ist mir jetzt keine aufgefallen. Also mir geht es die ganze Zeit durch den Kopf, wenn ich mir so Haralds Bemerkung auf Tweet anschaue oder auch auf Facebook oder wo er sonst noch überall ist. Wenn ich den Eindruck hätte, das sei ganz gezielt auf eine Person gemünzt, hätte das alles viel von seinem Wert verloren. Also ich habe so den Eindruck, wir sollten, wenn wir Absichten haben, mit der Person auch drüber reden und sagen, pass auf, also ich würde mit dir gerne in folgendes Projekt gehen und guck mal, deshalb gebe ich dir jetzt mal die und die Informationen, sodass der andere die Absicht kennt. Also dieses jemanden erstmal, ich sag mal, anbaggern und hinterher dann sagen, so, jetzt haben wir eine gute Kommunikation, jetzt traue ich mich dir auch zu erzählen, weshalb ich die ganze Zeit hinter dir her bin, halte ich für irgendwie, naja, es hat ein Geschmäckle, ne? Und ich glaube, man vergibt viel von der Wertschätzung, die eigentlich da drin sein könnte, wenn man diese Offenheit nicht hat. Und das ist so das, wo ich so ein bisschen mit zahne. Ja, also da wäre ich jetzt ganz vorsichtig. Ich kann völlig nachvollziehen, was du sagst. Und ich erlebe das auch ganz oft als eine Rückmeldung auf Working Out Loud, dass das, wenn man es denn negativ auslegen will, dann ist das eine berechnende Anbahnung. Das heißt, ich würde quasi manipulativ eine Beziehung aufbauen, um dann quasi für eine Geschäftsbeziehung den Weg zu ebnen. Mhm. Also Was da übrigens auch, vielleicht da kurz eingehakt, es wird ja oft Working Out Loud als Dale Carnegie meets the Internet kolportiert. Ja. Und genau das, was du jetzt ansprichst, ist ja auch so der Hauptkritikpunkt an Dale Carnegie. Mhm. Also die, wenn man mal den Wikipedia-Artikel liest, das ist eigentlich so genau der Punkt, ne, dieses Netzwerken, um auszunutzen, was da halt oft einfach auftaucht. Und das ist wahrscheinlich über Internet nicht anders als im echten Leben. Mhm. Ja, also das kann ich auch Entschuldigung. Weil ich vielleicht nochmal was dazu sagen, wenn ihr euch erinnert, ich habe euch ja gesagt, dass wir das auch machen in Bezug auf, wie finde ich den Job, der wirklich zu mir passt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns ja hier mit Menschen vernetzen, die wirklich ähnliche Interessen haben. Und darum geht es auch. Also wenn man das wirklich hat, dass man mit Menschen zusammenkommt, die entweder ähnliche Werte teilen oder Interessen, dann, wir mussten uns das auch oft sagen lassen, ja, das ist ja auch manipulativ. Natürlich musst du erstmal eine Beziehung aufbauen zu jemandem. Und wenn wir Dankesbriefe schreiben für jemanden, mit dem ich ein gutes Gespräch hatte über dessen persönlichen Berufsweg, natürlich, dann schreibe ich dem, bedanke ich mich vor allen Dingen in erster Linie bei Menschen, mit denen ich wirklich ein Gespräch hatte und mit denen ich gerne in Kontakt in irgendeiner Weise bleiben will. Also ich teile das, was du gerade gesagt hast, Karl-Heinz, mir geht das auch manchmal so. Also ich sag mal jetzt ein ganz prominentes Beispiel. Ich habe gerade hier vor 10 Tagen Gabriele Fischer, die ja mal wirklich auf meiner Liste stand, eine Mail geschickt. Und weil ich wirklich oft an sie denke, weil sie mal am Rande eines Gesprächs zu mir gesagt hat, die wichtigste Fähigkeit, die man auf dem Weg zum Erfolg braucht, ist Frustrationstoleranz. Und ich denke sehr, sehr oft an sie und denke dann aber immer mit sehr viel Freude daran, ja, das hat ja geklappt. Und wenn ich auch diese Geschichte von Brand 1 sehe. Und dann hatte ich echt, ich hatte eine Hemmung, weil ich vom Typ her auch so bin. Ich äußere das und ich habe gerade eben aktuell wieder sehr viel an sie gedacht. Und dann habe ich gedacht, nee, ich schreibe es jetzt trotzdem, auch auf die Gefallen, dass jetzt irgendjemand sagen würde, es wäre jetzt ganz gezielt manipulativ. Ich meine, was soll's? Also ich habe einfach geschrieben und sie hat total nett zurückgeschrieben. Also da sieht man mal, es geht. Und ich habe mich gefreut, dass sie zurückgeschrieben hat, so und bums, und die Woche war schön. Und ich glaube, es ist, oder sagen wir mal, das, was du auch sagst, ich sage das dann auch ganz oft, dass ich manchmal sage, okay, ich habe ein Attentat, also vielleicht noch ein Beispiel aus letzter Woche. Ich habe schlicht und ergreifend eine Kollegin, die es geschafft hat, bei einer bestimmten Akademie, wo ich schon lange immer wieder versuche, irgendwie mein Angebot zu platzieren, die da drin ist, die habe ich angerufen, zack, Hörer genommen, Handynummer hatte sie angegeben und habe gesagt, ich bin Kollegin, ich muss Sie mal was fragen. Wie haben Sie es geschafft, da drauf zu kommen? Da war die erstmal völlig perplex. Dann hat sie gesagt, ja, ich muss erst noch mal einen Anruf machen, hat mich dann zurückgerufen, hat vielleicht mal kurz gegoogelt, wer ich bin und hat dann gesagt, das finde ich ein Ding, dass Sie einfach anrufen. Da sage ich, ja, wer bitte soll mir sagen, wie man das macht, wenn nicht Sie? Sie haben es geschafft, ja.
Und dann kommen wir wieder dazu, wie hat sie es geschafft? Persönliche Beziehung. Und ihr wisst ja, ich Ossi, im Osten war Geld nichts wert, sondern nur Beziehung. Also insofern ist das ganz modern. Oder ist das vielleicht auch ein uraltes Ding? Also, danke für die Geschichten, Antje, weil ich glaube, die Geschichten also gar nicht abwertend verstehen, sondern auch die Erlebnisse. ich glaube, dass wenn man ein persönliches Gefühl oder eine persönliche Art, sich zu verhalten, analysieren würde oder will, dann wird das immer ganz, ganz schnell ein berechnendes Spiel. Wenn ich mich schön anziehe, weil ich abends weggehen will und dann zufällig jemanden treffe, mit dem ich dann eine Beziehung eingehe, kann man mir auch vorwerfen, ich habe das berechnend natürlich getan, um attraktiv zu werden für jemanden und so weiter. Wenn ich, das ist aber, welches Geisteskind ich bin, wenn ich Grüß Gott zu jemandem sage, mit der Erwartungshaltung, das muss unbedingt zurückkommen und es kommt nicht genauso zurück, wie ich es mir gewünscht habe, weil da gibt es ja eine Regel, die heißt, du musst kurz Gott sagen, ich mache das aus Berechnung, damit ich gesehen werde, dann werde ich oft enttäuscht. Wenn ich aber einfach der Meinung bin, dass ich den anderen einfach grüßen will, weil das für mich einfach eine Haltung ist, ich möchte den anderen wertschätzen, egal ob der was zurücksagt oder nicht und ich werde auch nicht traurig sein und ich erwarte nichts zurück, sondern ich mache das einfach. Ich poste einfach was. Für mich ist das eine, und ich will jetzt nicht irgendwie arrogant, ja, ich bin da ein Heiliger, überhaupt gar nicht, sondern wenn ich das nicht mache, weil ich es wirklich gut finde, dann möchte ich es einfach sein lassen. Und in dem Moment, wo ich aber in so eine Berechnung reinkomme, dann macht es auch ganz schnell keinen Spaß mehr, weil dann bist du sofort enttäuscht, wenn deine Investition nicht so aufgeht, wie du dir es vorgestellt hast. Und das, was ich aber erlebe, ist, dass alles, was ich reingebe in mein Netzwerk, in die Netzwerke, ins Netz, das kommt nicht sofort zurück. Das kommt teilweise nie zurück. Aber es passieren so viele Dinge, von denen ich einfach überzeugt bin, die würden alle nie passieren, wenn ich nicht irgendwann anfangen würde, da zu geben. Ja. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Es ist ja vor allen Dingen so, dass uns jetzt vielleicht, sagen wir mal, Harald, dir oder mir jetzt auch das so, also wir sind halt vom Typ jetzt mal extrem so, ich mache sowieso, ich quatsch Leute an. Aber ich habe immer wieder erlebt, ich habe ja viele Jahre mit Langzeitarbeitslosen erlebt, die sich eben versuchen müssen, den sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt zu erarbeiten. Und das geht eben, wenn man systematisch übt, es eben sich mit Menschen zu verknüpfen. Und dann lernen die auch nämlich was ganz anderes, nämlich das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also ich erlebe, jemand Weltfremdes spricht mit mir und das macht diesen Effekt ja auch nochmal aus. Ich fühle mich besser, ich werde gestärkt und ich traue mich beim nächsten Mal, wenn es wirklich drauf ankommt, noch mehr. Und ich glaube, da sehe ich uns jetzt auch hier ein Stück weit, dass wir das ein bisschen da diesen öffentlichen Zirkel die Leute wirklich ermutigen, es zu tun, weil wer es eben nicht in die Wiege gelegt hat, man kann es in einer gewissen Weise lernen, wirklich auch wertschätzend mit Menschen in Kontakt zu treten. Methodisches Vorgehen ist ja, hat ja auch was mit Effizienz zu tun. So habe ich ja bisher die Working Out Loud Circle auch immer verstanden. Ich bin jetzt nur bei dieser Systematisierung drauf gestoßen, dass ich denke, hey, das geht vielleicht einen Schritt zu weit. Aber wir müssen weitergehen, unsere Zeit läuft. Die vierte Übung, die heute in dem Circle dran ist, wird überschrieben und jetzt möchte ich vorstellen. Und hier geht es darum, dass man Menschen zusammenführt, von denen man meint, dass es für beide günstig ist, wenn die einen Kontakt zueinander haben. So, und da gibt es verschiedene Formen. Harald, vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Unsere Aufgabe ist in der Zwischenzeit zu überlegen, gibt es auch Menschen in unserem Umfeld, die wir zusammenführen sollten und wie wir es dann machen könnten. Da kann ich gerne. Also ich denke, das lässt sich wahrscheinlich sogar relativ kurz auch erklären. Ganz pragmatisch, wenn ich der Meinung bin, jetzt die Antje kennt den Winfried Felser noch nicht und die sollten sich unbedingt kennenlernen, dann kann ich Antjes Adresse nehmen und Winfrieds Adresse nehmen, in ein E-Mail reinschreiben und sagen, hey, ihr zwei, ihr müsst unbedingt zusammenkommen. Ihr passt super zueinander oder ihr habt das gleiche Thema oder es würde euch beiden was bringen. Das ist ja erstmal sehr, sehr wertschätzend gedacht. Also ich als Außenstehender sage, das sind zwei Leute, die passen super zusammen, wegen welchen Gründen auch immer, und ich bringe sie zusammen. Bedeutet aber, wenn man das jetzt die Perspektive wechselt, angenommen, einer von beiden hat gerade ein ganz anderes Thema.
hat gerade irgendwie keine Ahnung, was den Grund, dass es halt einfach jetzt gerade nicht passt. Dann erzeuge ich aber mit so einer Mail im Endeffekt einen sozialen Druck, dass beide antworten müssen. So, und jetzt bringe ich den einen in die Situation zu sagen, du, wäre zwar toll und alles super, aber weißt du, ich habe keine Zeit oder ich habe gerade was anderes, meine Mutter ist gestorben, keine Ahnung, was da im Moment sein kann, aber ich bringe den einen von beiden oder vielleicht sogar beide in eine blöde Situation. Die wollen mir gegenüber, wollen sie natürlich nicht blöd darstellen, dem anderen gegenüber wollen sie nicht blöd darstellen. Und daraus entsteht normalerweise vielleicht nicht so der beste Start für so eine Zusammenarbeit oder Zusammenkunft. Mhm. Wenn ich das Ganze aber anders formuliere, dass ich quasi mir vorher die Erlaubnis von den beiden einzeln hole, dass ich sage, du, Winfried oder wer auch immer jetzt mit dann da dabei ist, möchtest du, ich habe da jemanden gefunden, der macht das und das, wäre das in Ordnung für dich, wenn ich euch zusammenbringe? Darf ich deine Adresse weitergeben? Also entweder, dass man das unabhängig von dem anderen macht, dass man noch gar keine Details vielleicht hergibt oder sowas, aber auf jeden Fall nicht beide dann in den Verteiler reinschreibt. Weil dann können die Opt-out, Opt-in, haben die dann das als Möglichkeit auch genannt. Dann habe ich die Wahlmöglichkeit, dann kann ich nämlich quasi die Hosen anlassen und kann sagen, ja du, das ist total super, bei mir passt es im Moment gerade nicht. Das kriegt der Dritte aber nicht mit. Ja, und dann ist es einfach eigentlich eine empathischere Art und Weise, Leute zusammenzubringen, als quasi die vor verendete Tatsachen eigentlich schon zu stellen, durch die, ich habe euch beide im Verteiler drin. Ihr müsst jetzt eigentlich schon fast miteinander reden. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig interpretiert. Mhm. Okay. Jetzt, mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt einfach Leute rauszusuchen, die ich zusammenbringen will. Ich glaube, das muss sich ergeben. Also ich habe im Moment keinen konkreten Fall, wo ich die Absicht hätte, zwei Leute miteinander zu verbinden. Ja, du hast ja ein Thema, wo du sagst, du möchtest offline Leute auf Twitter vielleicht mal bringen. Dann könnte jetzt bei dir, Karl-Heinz, vielleicht das Thema sein, dass du dir mal in deinen nächsten Sessions oder in deinen nächsten Events, wo du physikalisch unterwegs bist, wenn du jemanden ansprichst und sagst, du, ich kenne da jemanden, der wäre vielleicht in der Lage, dir das Thema mal näher zu bringen. Oder umgekehrt, du hast jemanden, wo du sagst, der ist ziemlich fit in Twitter oder sowas, und sagst du, ich kenne da jemanden, die würden das gerne lernen, darf ich denen mal deine Adresse geben? Mhm. Ja. Weil du musst, im Moment versuchst du es, glaube ich, immer noch ganz gerne selber zu machen, die Leute auf Twitter zu bringen. Auch da kannst du natürlich das Netzwerk nutzen und sagen, ja, aber frag die Leute vielleicht vorher kurz, ist das denn in Ordnung für euch, wenn ich da so ein bisschen Trainee-Verbindungen herstelle oder auch vielleicht Einladungen. Oder wie so Lerntandems, ne? Ja, genau. Dass man so die ersten Schritte nicht alleine geht. Genau, ja. Ja, oder auch zwei Newbies sozusagen fangen gemeinsam an, das hilft ja auch. Ja, oder angenommen, du kennst jetzt den Kotter und der Kotter hat ja mit seinem Change-Projekt da schon einiges gemacht und hat da auch mit Operating Systems in Change schon was gemacht. Und du könntest dir denken, Moment mal, der ist bei Change unterwegs, also der Simon ist bei Learning unterwegs. Also sie wären eigentlich, wäre das gut, wenn sich die zweimal austauschen würden, weil sie reden beide von Operationssystemen für eine neue Form des Lernens auf der einen Seite und für Change auf der anderen Seite. Vielleicht könnten die was miteinander machen. So, wie kriege ich die zwei jetzt zusammen? Also in meinem Ziel ist das eigentlich auch ein Schlüssel, muss ich sagen. Ich habe da auch angefangen, jetzt so eine relativ umfassende Excel-Liste zu machen, weil diese LernOS-Apps, das ist ja quasi für mich ja so eine App, sowas wie Working Out Loud oder ein Barcamp oder ein MOOC oder ein Enterprise Social Network. Und wenn man da mal hinschreibt, wer so diese einzelnen Apps in der Organisation schon anwendet, dann sieht man, dass oft, also bestimmte dieser Apps haben halt eine Neigung, aus einem bestimmten Bereich zu kommen. Also sowas wie Scrum kommt halt oft aus der Forschung und Entwicklung, wo viele Projekte gemacht werden, oder aus der Softwareentwicklung. Sowas wie ein Enterprise Social Network kommt oft aus der IT oder aus der Kommunikation. Ein MOOC oder Blended Learning Szenarien werden vielleicht eher im Corporate Learning, in der Weiterbildung gemacht. So, und oft ist dann den Leuten, die in den einzelnen Silos sind, gar nicht bewusst, dass Working Out Loud in einer bestimmten Perspektive sehr viel mit Scrum zu tun hat und sehr viel Prinzipien, wie zum Beispiel das Daily Stand-Up oder die Retrospektive, einfach übertragen, auch eine Art von Working Out Loud sind, und wenn sie unterstützt werden durch ein Enterprise Social Network, eben auch
skaliert werden können. So, und auf einmal kann man eine Liste hinschreiben von Leuten, die sich kennenlernen sollten, weil sie zwar in ganz verschiedenen Silos, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, arbeiten, aber eben aus dieser Perspektive lernende Organisationen eigentlich eine perfekte Schnittstelle haben, von der sie aber beide vielleicht noch gar nichts wissen. Mhm. Mhm. Ja. Also ich erlebe das auch, ich habe es gerade letzte Woche wieder bekommen von, oder vor 2 Wochen, wo als ich mal in meinem Netzwerk herumgeschrieben habe, dass ich meine Seite neu habe, zack, hatten 2 Leute automatisch mich verbunden wiederum mit anderen. Und fand das total nett. Dann haben wir uns gegenseitig kurz angesimst, passt es, und dann habe ich gesagt, einfach anrufen. Und dann hat sich, bin ich irgendwie nett mit Leuten aus Bayern verbunden, die ich nicht kenne. Und bin letztlich zum Beispiel, es gibt auch so eine Plattform, wo ich jetzt im November so als Impulsgeberin auch mit dabei bin, auch im Bereich New Work, was auch nur dadurch entstanden ist, dass jemand anders das einfach spontan getan hat. Guckt euch mal gegenseitig an oder mal tief in die Augen. Ja. Okay, wir haben nur noch wenige Minuten. Nächstes Thema ist wieder Checkout für die nächste Woche. Wir treffen uns in der nächsten Woche wieder am Dienstag, falls der Winfried uns hört, also Dienstag, Winfried. Und wir sollen wieder notieren, was wir uns für die nächste Woche vornehmen. Und ja, am besten wirklich notieren, weil wenn man sich notiert hat, ist es irgendwie fester im Gedächtnis, schreibt er hier, sodass wir das jetzt als nächstes noch machen. Ja, ich glaube, wir können uns damit wieder verabschieden. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt, ja, Antje? Ich muss noch was ganz Simples haben, also, weil ich ja dann hier der Analphabet bin bezüglich Bloggen. Also ich blogge jetzt meinen, also ich poste jetzt meinen Blogartikel. Ganz blöde Frage, wo ist der Hashtag auf meiner Uralt-Tastatur? Wisst ihr das? Was ist für eine Tastenkombination? Jetzt sitze ich mal nämlich nicht an meinem Mac. Ja, eigentlich müsste es Shift und dann da, wo der Gartenzaun ist, ne? Wo ist denn der Gartenzaun? Nicht Shift, Gartenzaun ist rechts neben dem Ä bei mir. Also Ä rechts. Ach, und da ist er, da ist er. Oh. Genau. Oh. Again what learned. Okay. Aber das ist doch richtig. Ich soll jetzt immer den Hashtag for working out loud machen, zum Beispiel. Oder WOL schreiben. Na, Hashtag ist das Ganze. Also ist dieser Gartenzaun plus der Tag. Ne? Also der Gartenzaun heißt ja Hash. Ne? Also deshalb den Hash, den findest du neben dem E. Also dann mache ich jetzt Hash und dann WOL und dann, ja, mal sehen. Na, WOL musst du aber eigentlich nicht, weil den Hash verwendet man dann, wenn man über ein Thema spricht oder die Aussage einem Thema zuordnen will. Also wenn du ja, jetzt zum Beispiel schreibst... Das wollte ich. Ein ja, okay, wirkliches WOL-Ergebnis habe ich ja geschrieben. Das ist ja nur ohne euch, ja, wäre das nicht entstanden. So. Ja, der Punkt ist, es gibt bei vielen CMS-Systemen ist es so, dass die extra Felder haben für Keywords, für Schlüsselworte. Und da darf man natürlich keinen Gartenzaun mehr dazu machen, weil sonst wird deren mitgezählt beim Hashtag und das funktioniert dann natürlich nicht. Okay, also ich mache das jetzt mal, also mit dieser Description, das ist irgendwie alles falsch, aber guckt euch das mal an. Das ist du hast vorhin, ein paar Minuten haben wir ja noch, vorhin irgendwie erwähnt, du veröffentlichst deinen Blog auf Facebook. Nein, also ich hab was geschrieben und habe das jetzt auf meiner Seite. Ah ja, okay. So. Und dann habe ich das verlinkt. Ja. Genau, und das Blöde ist aber, dass aus irgendwelchen Gründen die Description nicht funktioniert. Jetzt steht da quasi dieser Untertext jetzt nicht da, obwohl, wenn ich es auf Xing jetzt posten würde, ist die Description richtig. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach. Im Zweifel kann man das ja nochmal... Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst ja entweder sagen, zum Beispiel, wenn du WordPress oder sowas nimmst als Blogger, dann kannst du sagen, automatisch schickt es da und da hin. Das ist eine Möglichkeit, um sich die Arbeit zu erleichtern, hat aber natürlich einen wesentlich unpersönlicheren Charakter. Wenn du aber hergehst und sagst, Moment, Xing ist eher so das Business-Netzwerk, da schreibe ich jetzt den Satz A dazu. Bei Facebook, das ist eher so persönliches Netzwerk, da schreibe ich eher so eine persönliche Note dazu. Also dann würde ich auf Automatismen vielleicht verzichten. Dann würdest du es aber im Endeffekt nur verlinken und den Satz eben explizit dazu schreiben. Ja, ich mache das jetzt mal so, das ist wahrscheinlich, also ist ja der erste Versuch. Ich war auf jeden Fall den ganzen Tag damit heute beschäftigt, nur alleine das da einzupflegen, geschweige denn
das zu schreiben und so. Aber Winfried hat mich gut unterstützt und ihr habt mich alle schön ermutigt. Es wird also immer jetzt, schneller. Ich pack jetzt auf Posten. Zack. Wir sind gespannt. Ja. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. So, ja, also schönen Dank wieder fürs Mitmachen, schönen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir treffen uns in einer Woche, Dienstag, 19 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Jawohl. Ist nächste Woche wieder Dienstag? Ja, nächste Woche wieder Dienstag. Okay. Karl-Heinz, bleib mal kurz dran noch. Ich wollte dich noch.